In diesem Video erfährst du, warum oder wann die Kleinunternehmerregelung für dich genau die richtige Wahl ist. Also bleib dran. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Kleinunternehmerregelung ist eine ziemlich attraktive Lösung, insbesondere für die Leute, die irgendwie gerade erst starten in ihrer Selbstständigkeit. Was das genau ist und was das bedeutet, dazu haben wir schon eine ganze Reihe an Videos aufgenommen. Ich verlinke dir mal die ganze Playlist hier oben rechts. Wenn du überhaupt noch nie von der Kleinunternehmerregelung gehört hast, schau als erstes erstmal da vorbei. Der größte Vorteil der Kleinunternehmerregelung ist natürlich der Komfortvorteil. Du hast einfach unterjährig sehr viel weniger Arbeit, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Du schreibst deine Rechnung ja ohne Umsatzsteuer, also brutto ist gleich netto. Das heißt, du musst keine Umsatzsteuer abführen, aber du kannst auf der Gegenseite die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, auch nicht geltend machen. Das heißt, du rechnest in allen Fällen einfach nur mit den Bruttobeträgen und dadurch, dass du keine umsatzsteuerliche Berechnung hast, musst du auch keine Umsatzsteuervoranmeldung monatlich oder quartalsweise abgeben und musst keinerlei Zahlung unterjährig für die Umsatzsteuer leisten. Das sorgt dafür, dass du auch gar nicht monatlich oder quartalsweise deine Buchhaltung machen musst. Es reicht vollkommen, wenn du dich einmal im Jahr hinsetzt, die Zahlen zusammenträgst und einfach in der Anlage EUR in deiner Steuererklärung ausfüllst. Das heißt, du sparst dir wirklich unterjährig erheblich viel Zeit, die du sinnvoller nutzen kannst. Den zweiten Vorteil, den du mit der Kleinunternehmerregelung hast, ist der Preisvorteil. Du kannst entweder die Dienstleistungen oder Waren, die du verkaufst, für den gleichen Bruttopreis anbieten, hast dann aber mehr Geld in der Tasche, weil das, was die anderen an Umsatzsteuer abführen müssen, kannst du in der eigenen Tasche stecken. Oder du bietest es zum gleichen Nettopreis an und bist dann einfach günstiger als die Konkurrenz. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings, das Ganze gilt eigentlich nur, wenn du Endkunden hast. Wenn du Unternehmenskunden hast, ist das den Unternehmen meist ziemlich egal, weil sie die ausgewiesene Umsatzsteuer ja in ihrer eigenen Umsatzsteuervoranmeldung auch geltend machen können. Das heißt, da hast du nicht wirklich den Vorteil. Aber wenn du beispielsweise Geschenke auf Etsy verkaufst, Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke, Ostergeschenke, was auch immer, und an Endkunden verkaufst, dann kannst du das günstiger anbieten. Oder du machst Yogakurse und hast insbesondere Privatendverbraucher als Kunden, die das privat buchen, da kannst du wirklich günstiger anbieten und hast so mehr Umsatz. Insgesamt kann man also sagen, dass die Kleinunternehmerregelung vor allem dann interessant ist, wenn du nebenberuflich selbstständig bist, das heißt, wenn du einen Hauptjob hast oder aber nur nebenberuflich ein bisschen selbstständig bist und da mit möglichst wenig Bürokratie zu tun haben willst. Dann ist die Kleinunternehmerregelung genau das Richtige für dich. Vor allem dann, wenn du Endkunden als Kunden hast. Wenn du da Unternehmenskunden hast, dann wird das schon wieder ein bisschen komplizierter. Aber wenn du nebenberuflich selbstständig bist und Endkunden hast, dann ist die Kleinunternehmerregelung genau das Richtige für dich. Nur gibt es da einen Punkt, auf den du wirklich achten musst. Die Kleinunternehmerregelung kannst du nur dauerhaft in Anspruch nehmen, solange du unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr liegst. Wenn es wirklich für dich nur ein Nebenjob ist, deine Selbstständigkeit, und du gar nicht planst, über diese 22.000 Euro zu kommen, dann absolut fein, beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du aber planst, deine Selbstständigkeit aufzubauen und du weißt, dass du sowieso zeitnah über dieser Grenze liegen wirst, dann solltest du dir überlegen, ob es nicht vielleicht eine gute Idee ist, von vornherein darauf zu verzichten und die Umsatzsteuer auszuweisen. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich dir einen kurzen Überblick darüber geben, wann und ob die Kleinunternehmerregelung für dich eine gute Entscheidung ist. Wenn du dir jetzt sagst, vereinfachte Buchhaltung klingt super, aber es ist ja immer noch Buchhaltung, habe ich trotzdem keine Lust drauf, dann gib das Ganze doch einfach ab. Zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und nehmen dir diese Arbeit rund um Buchhaltung und Steuererklärung und so weiter gerne ab. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Die findest du einmal hier. Oder du schaust dir das Video an, wo ich dir sage, ob und wann die Kleinunternehmerregelung echt eine blöde Idee ist. Das Video findest du hier. Der Komfortvorteil. Sie ist... Sie ist... Sie ist... Sie ist...